Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Wir werden heute ein kleines Tabata-Workout mit euch durchführen. Ja, die liebe Ines begleitet mich heute und wir wollen euch einfach ein bisschen auspowern. Wir werden also heute verschiedene Übungen durchführen, indem wir ein bisschen an die Belastungsgrenzen gehen. Das heißt, schauen, dass wir natürlich die Beine auf jeden Fall gut mit drin haben. Wir wollen den Core, also die Bauchmuskulatur, gut beanspruchen und versuchen, alles ein bisschen in Verbindung zu bringen. Aber wie das Ganze genau nachher aussieht, werde ich später noch erklären. Wir fangen erst mit einem ganz klassischen Warm-up an. Das bedeutet für uns, wir stellen uns bitte erstmal hüftbreit auf, gerade und aufrechte Haltung, versuchen die Schultern bewusst nach hinten zu ziehen und lassen die Arme erstmal lang. Wir haben eine gerade aufrechte Haltung und versuchen langsam die Schultern schön dynamisch in großen kreisenden Bewegungen nach hinten rotieren zu lassen. Ja, die Schulterblätter werden dabei schön mit nach hinten gezogen. Die Arme ganz locker am Körper halten und ganz bewusst ein paar Bewegungen ganz locker durchführen, sodass einfach der Oberkörper ein bisschen locker wird. Die Atmung bleibt ganz ruhig und kontrolliert. Und wir fangen langsam an, den Oberkörper etwas mehr mitzubewegen. Das heißt, wir legen uns leicht nach vorne, richten uns auf. Wir lassen die Bewegung etwas größer werden, gehen aber ganz sanft in die Knie. Sehr gut. Wir bleiben dabei. Lass die Arme locker mitschwingen. Sehr gut. Die letzten vier. Noch drei. Noch zwei. Einer. Wir bleiben aufrecht, lassen die Bewegung in den Schultern noch mal klein werden, die Arme ganz locker und nehmen die Ellenbogen etwas mehr mit. Jawohl, wir gehen wieder sanft in die Knie, richten uns wieder etwas mehr auf. Sehr gut. Den Brustkorb weit öffnen, Schulterblätter weit nach hinten ziehen. Die Knie bleiben ganz locker in Bewegung. Sehr schön. Wunderbar, die letzten vier. Noch drei. Noch zwei. Ein letzter. Und nach diesen letzten bewegt sich jede Schulter für sich. Und das heißt auch jeder Arm beginnt langsam sich etwas weiter nach hinten zu ziehen. Wir gehen mit dem Körper etwas mehr mit. Jawohl, bleiben in den Knien, immer noch dynamisch. Sehr gut. Der Arm wird langsam lang gemacht. Geht weit hinter uns. Wir gehen weiter, immer in die Knie. Schauen dabei schön über die Schultern weg. Sehr gut. Die letzten. Und auch hier noch vier. Drei. Zwei. Einer. Sehr schön. Und wir bleiben aufrecht stehen. Machen uns mal bewusst lang. Bleiben gerade. Arme nach unten ausstrecken. Und einfach mal langsam linken Arm Richtung Oberschenkel wandern lassen. Aufrichten. Wir neigen zur rechten Seite ab. Dabei wandert die Hand langsam am Arm entlang, beziehungsweise am Oberschenkel entlang. Jawohl. Die Schultern bleiben tief. Wir versuchen uns nicht dabei einzudrehen. Aktivieren langsam die seitliche Bauchmuskulatur. Bringen etwas mehr Dynamik im Rumpf hinein. Sehr gut. Sehr schön. Die letzten. Noch vier. Noch drei. Und zwei. Der letzte. Wir bleiben oben. Ziehen die Schultern nochmal tief. Gehen mit den Armen nach außen. Das heißt, die Handflächen schauen bewusst nach oben auf. Schultern bleiben ganz tief unten sinken. Und wir beginnen langsam die Arme
nach hinten kreisen zu lassen. Handflächen schauen dabei weiter Richtung Decke. Jawohl, die Arme werden schön ausgestreckt. Wir lassen die Bewegung etwas größer werden. Ja, also kreisen richtig schön in großen Bewegungen. Sehr gut. Wir benutzen langsam die Bewegung der Knie, gehen also leicht nach unten. Lassen die Bewegung kreisend weiterlaufen. Sehr gut. So bekommen wir etwas Bewegung in unser Kniegelenk. Ganz wichtig für unsere erste Übung, die wir gleich vorhaben. Die wird nämlich schön oberschenkellastig. Und jawohl, die Bewegung denn groß. Die letzten vier. 3, 2. Ein einziger. Und dabei bleiben wir langsam in der Hocke. Wir gehen mal runter, legen beide Hände locker auf die Knie und lassen die Knie mal ganz sanft in eine Richtung kreisen. Ja, ein bisschen Dynamik hineinbringen. Wir fangen erst im Uhrzeigersinn an. Für ein bisschen Mobilität. Sehr gut. Und auch gerne ab jetzt mal die Seite wechseln, einfach gegenrotieren. Immer ein bisschen mit in die Hocke gehen. Sehr schön, sehr schön. Jawohl, und wir rotieren aus, kommen auf in den Stand, richten uns nochmal auf und lassen die Beine nochmal ein bisschen locker werden. Denn jetzt kommt das, was wir eigentlich vorhaben. Denn wir wollen ein Tabata-Workout durchführen. Wie sieht das Ganze aus? Wir werden pro Übung genau 4 Minuten brauchen. Das bedeutet, wir werden 20 Sekunden in Belastung sein, 10 Sekunden in einer reinen Pausenphase. Innerhalb der Übung werden wir 2 Übungen kombinieren, das heißt sogenannte Supersätze durchführen. Unsere erste Übung sieht folgendermaßen aus. Wir arbeiten in sogenannten Squat-Jumps, klassisch im etwas breiteren Stand. Arme leicht nach vorne. Wir gehen nach unten und werden mit Schwung, jawohl, die Knie ganz strecken, werden bewusst uns aus den Oberschenkeln und der Wade nach oben drücken. Das wird 20 Sekunden passieren, 10 Sekunden Pause. Danach kommt unsere 2. Übung und zwar der statische Deep Squat. Das heißt, breiter Stand, tief nach unten. Und die Arme gehen nach außen, ganz genau. Der Po bleibt unten, Oberschenkel und Gesäß bewusst anspannen und mal 20 Sekunden halten. Danach wieder 10 Sekunden Pause und so wechseln wir das Ganze Step by Step durch. Gut, wir machen uns nochmal bereit, atmen nochmal tief durch, denn wir haben ab jetzt noch 10 Sekunden. Wir gehen in einen etwas breiteren Stand, machen uns bereit für die Jumps. 2, 1. Und wir fangen an, jawohl, mal bewusst, schön, explosiv nach oben drücken, sehr gut, Arme mitschwingen lassen und die letzten, kommen noch 5, 3, 2, 1, sehr gut, auslockern, erster Satz, erste Runde von genau 8, bereit machen. Wir gehen tief, Arme nach außen, können statisch halten und wer möchte, darf sogar dabei ein bisschen paddeln, ja? Das heißt, die Arme bleiben schön lang, wir paddeln ein paar Sekunden, bleiben mit dem Po unten. Die letzten. Yep. Aufrichten, auslockern. Genauso das Ganze von vorne. 2. Runde ist geschafft, 3. steht an mit den Squat-Jumps. Okay? Los geht's. Jawohl. Bleiben schön in Bewegung. Lassen die Arme im lockeren Schwung. Sehr schön. Komm. Noch 5, 3, 2, 1. Yeah. Gut. Klappt doch sehr gut. Sehr schön. Beine ein bisschen lockern. Bereit machen. Statischer Squat. Wir gehen tief, Arme nach außen und wer möchte gerne wieder paddeln, denkt an die Atmung. Nicht die Luft anhalten, das macht es nur schwerer.
Wir bleiben schön unten. Noch 3, 2, 1, break, locker. Sehr, sehr schön. So langsam brennen die Beine. Wir haben 4 von 8, kommen in die 5. Runde. Bereit und jumps. Jawohl. Bleiben dabei. Sehr gut. 10 Sekunden. Yep, komm. Und 4, 3, 2, 1. Locker lassen. Sehr gut. 5. Runde. Bereit machen. 10 Sekunden haben wir noch. Wir gehen wieder runter in den statischen Squat. Po nach unten. Yeah. Und Zeit läuft wieder für uns. Wir halten. So, schön unten bleiben. Wer möchte gerne wieder paddeln? 10 Sekunden. Puh. Komm, komm. Halten. Die letzten. Ja, yeah, auf. Gut, auslockern. Das Ganze haben wir noch einmal genauso im Wechsel vor uns. Squat Jumps und statischer Squat. Bereit? Wir gehen wieder in die Jumps. Puh. Sehr schön. Komm, nicht zu tief. Wir wollen die Oberschenkel arbeiten lassen. Das heißt, wir arbeiten ohne Schwung, sondern mit Muskelspannung. Komm, 2, 1, locker. Sehr, sehr gut. Ein einziges Mal in den statischen Squat. Bereit machen. Po nach hinten. Ein letztes Mal halten. Wer möchte, gerne wieder paddeln. Gerade Haltung, Brustkorb auf. Endspurt. Noch 5. Und 3, 2, 1. Lösen. Sehr, sehr gut. Durchatmen. Beine ein bisschen lockern. Perfekt. Gut. Beine merken wir mittlerweile sehr gut. Wir haben aber noch eine Session Beine vor uns. Das heißt, wir arbeiten wieder in einem Supersatz. 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Bleibt ganz locker. Atmet kurz immer durch. Wir ziehen natürlich jetzt immer so ein bisschen durch. Wir wollen euch ja auch dabei halten. Das heißt, nächste Übung, sogenannte Skater. Ja, das heißt, bewusst ein bisschen breiterer Stand. Linkes Bein wandert im Schwung hinter unser rechtes. Oberkörper aufdrehen und im Wechselsprung rüber entgegengesetzte Seite. Ja, wir werden wirklich bewusst 20 Sekunden dynamische Bewegungen durchführen. Kommt mein Kommando. Dann bleiben wir in der Mitte, schieben die Füße ein bisschen zusammen, verlagern unser Gewicht leicht nach hinten, Oberkörper nach vorne, Arme nach vorne strecken, Wirbelsäule gerade halten, ganz wichtig. Kopf als Verlängerung der Wirbelsäule, Bauch anspannen, genau. Und wer möchte, gerne auch hier wieder paddeln. Gut, wir sind bereit, das heißt, unsere nächste Session geht wieder los. So, und wir haben wieder 10 Sekunden. Fangen mit dem linken Bein an, also linkes Bein überspringt. Bereit machen. Erste Session, wir gehen rüber. Jeder in seinem eigenen Tempo, ganz wichtig, ja. Kleine Sprünge, Oberkörper leicht mitschwingen lassen, perfekt. Komm. Sehr gut. Die letzten. Ja. Yeah. Jawohl. Ging ganz schnell. Beine kurz auslockern. Ja, wir kommen langsam ins Schwitzen. Genau das wollen wir. Bereit machen. Nach vorne schieben, ja. Halten, ganz genau. Wir paddeln mit den Armen. Blick ein bisschen vor uns auf den Boden. Wir bleiben dabei. Die letzte. Endspurt. Und ab. Gut.
2 von 8 Runden. Sehr, sehr gut. Runde 3 von vorne und go. Wir bleiben wieder schön in Bewegung. Ja, genau. Denk wieder an die Atmung. Arme mitschwingen lassen. Perfekt. Schön dynamisch. Beckenschwung mit einbauen. Yes. Locker lassen. Immer schön durchatmen. Ganz wichtig, nicht zu schnell atmen. Bereit für die Statik. Und Vorlage. Wer möchte, kann auch nur reinhalten. Wenn die Arme zu schwer werden, der kann die Arme natürlich auch gerne anwinkeln. Aber optimalerweise bleiben wir hier. Komm. Weiter paddeln. Endspurt. Yeah. Locker lassen. Wir haben die Hälfte. 4 von 8. Bereit. Runde 5. Und Jumps. Yeah. Wieder schön in den Skater zurück. Jawohl. Schaut, wie schnell ihr macht. Ihr wählt euer eigenes Tempo. Sehr schön. Komm, jawohl. Locker lassen. Ja, wir merken die Beine immer mehr. Der Puls ist weit oben. Weiter geht's. Wir gehen wieder vor. Halten wieder schön in unserer Position. Jawohl. Komm. Dabei bleiben. Die letzten Sekunden. Wir halten durch. Ja. Yeah. Auf. Wir haben genau noch 2 Runden vor uns. 6 von 8. Puh. Jetzt mal Vollgas geben. Skater. Auf geht's. Komm. Jawohl. Letzte Runde Skater. Das heißt, wir können mal ein bisschen schneller werden. Jawohl. Komm. Schwung. Zieht durch. Bis zur letzten. Yeah, locker. Puh, letzte Runde. Einmal noch statisch, dann haben wir auch diesen Satz geschafft. Bereit? Und vorlegen. Die letzten 20 ganz locker mal halten. Wieder ein bisschen paddeln. Und dann haben wir es schon bald geschafft. Komm, 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 komm. Endspurt. Zieht durch. Die letzten Sekunden. 3, 2, 1, lösen. Sehr gut. Und wieder für jeden kurzer Break. Bisschen ausschütteln. Beine sind jetzt endlich durch. Jetzt kommt es ein bisschen mehr in Richtung Rumpf. Das heißt, wir holen uns jetzt die Matten mal mit dazu. So. Jawohl. So. Wir fangen an, wie gesagt, mit der Bauchmuskulatur, viel Rumpfstabilisation. Denn die Übung, die wir machen werden, findet im Stütz statt. Das heißt, wir gehen einmal rückengerecht runter. Wir werden 20 Sekunden, klassischer Plank, immer ein klassischer Plank, halten. Ja? 10 Sekunden Break, locker lassen. Kommt die zweite Runde. Plank und dann bauen wir ja, den Mountain Climber in den Armen ein. Also wirklich schöne Wechsel. Plank, Mountain Climber. Ihr merkt, mittlerweile kommt man ins Schwitzen. Und genau das wollen wir genau nach demselben Prinzip nochmal machen. Ja? So, das heißt, wir stellen uns wieder schön unseren Timer. Okay, bereit machen. Unterarmstütz einnehmen. 3, 2, 1. Wir gehen hoch. Halte mal 20 Sekunden. Bauchnabel schön bewusst nach innen ziehen. Schulterblätter nach hinten. Komm, 10 Sekunden. Yes, komm, 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 komm. Noch 5. 3, 2, 1. Lösen. Gut, gut. 5 Sekunden bis zum Mountain Climber. Bereit machen. Und auf geht's. Immer wieder
auf- und absteigen. Das Becken bleibt so ruhig wie möglich. 10 Sekunden. Und 5. Komm, komm, komm. 3, 2, 1. Sehr gut. Ja, da kommen wir auf jeden Fall gut mit. Bereit für den Plank? Wir gehen wieder tief. Halten. 20 Sekunden. Zeit läuft wieder. Schön Rumpfstabilisation halten. Bauchnabel schön fest nach innen ziehen. Nicht durchhängen. Ganz wichtig. Jawohl. Komm noch 5. 3, 2, 1. Break. Gut, gut. Immer ein bisschen auslockern. Wir gehen jetzt wieder an den Mountain Climber zurück. Man ist bereit. Und auf geht's. 4 von 8 Runden haben wir gleich. Jawohl, komm. Puh, durchziehen. Wir schaffen das. Noch 3, 2, 1. Break. Sehr, sehr gut. 3 Runden noch. Bereit machen für den normalen Plank. Wir gehen tief und halten wieder, ja? Optimalerweise nicht ganz so viel reden wie ich, denn da geht euch die Puste gut weg. Von daher, Mund halten, durchziehen. Die letzten Sekunden, 5 Sekunden noch. 3, 2, 1, yes! 6 von 8 haben wir jetzt. 2 Runden stehen noch aus. Bereit machen. Zurück und Mountain Climber. Komm, komm, komm. Jawohl. Wir wollen es brennen spüren. Immer auf und ab. Ganz wichtig ist hier das Tempo. Also jeder für sich. Ja. Yeah. Komm. Und lösen. Ein letztes Mal klassischer Unterarmplank. Und dann haben wir es schon geschafft. Wir gehen nochmal runter. Ja, reines Halten. Die letzten 20 Sekunden laufen jetzt im Countdown. Sehr, sehr gut. 10 Sekunden. Schön durchziehen. Komm, komm, komm. 5, 3, 2, 1. Yes. Und durchatmen. Ja, mittlerweile kann fast jeder eine Dusche gebrauchen. Das heißt, wir versuchen nochmal 2 Übungen durchzuhalten. Das wird jetzt noch hart für uns, aber dann haben wir ein schönes, effektives Training für Beine und Rumpf. Wir kommen von hier aus bitte nach vorne in den Sitz. Das heißt, wir rollen uns am einfachsten über die Seite ab. Sehr gut. Wir werden jetzt eine schöne Mischung aus Russian Twist. Das bedeutet, Füße aufstellen, Brustkorb aufrichten und 20 Sekunden die Ellenbogen schön zur Seite führen, Handflächen einfach übereinander legen, Brustkorb aufschieben, also richtig schön nach vorne, Becken kippen, rausrotieren. Ja? Ruhig und kontrolliert, der Bauch bleibt die ganze Zeit auf Spannung. Kommt unsere zweite Runde und so wechseln wir die ganze Zeit durch, geht es in die Rückenlage. Ja, beziehungsweise in eine sogenannte Sitzwaage. Das heißt, wir können entweder auf dem Höcker sitzen, ganz genau, können die Knie anwinkeln, Arme nach vorne hoch. Wer es natürlich ganz hart möchte, der kann hingehen und die Beine ausstrecken. Das entscheidet aber ihr für euch. Ja, okay. Also, nehmt euch den Moment Zeit. Wir wollen nochmal in uns kehren. Haben jetzt noch 10 Sekunden. Grundhaltung, Hacken aufstellen, Brustkorb auf, 3, 2, 1, wir beginnen zu rotieren, jawohl, schieben den Brustkorb schön auf, bleiben in Bewegung, puh, komm, komm, sehr gut, 5 Sekunden, die letzten 2, 1, break. Dabei gerne mal so ein bisschen nach vorne legen. Einfach kurz dynamisch auslockern, ganz genau. Zweite Runde, haben wir gesagt, bleibt hier oben. Das heißt,
Rumpfspannung halten, Brustkorb aufschieben, Knie entweder gestreckt oder gebeugt, ja? 10 Sekunden. Sehr, sehr gut. Komm, wir bleiben hier oben. 3, 2, 1 und ab. Sehr gut. Gerne ab und zu mal so ein bisschen mobilisieren, Hüftbeuger auslockern. So, bereit für den Russian Twist. Dritte Runde. Wir rotieren wieder. Sehr, sehr gut. Komm. Ja. Komm. 5 Sekunden. Gerade sitzen. 2, 1. Locker lassen. Bisschen vorlegen, auslockern. Runde 4 ist jetzt dran. 4 von 8. Haben wir noch ein paar vor uns. Gut. Wir gehen nach oben. Grundhaltung und oben bleiben. Ja, ihr seht, wir schwitzen mit euch. Auch uns läuft der Schweiß die Stirn runter. Sehr, sehr gut. Komm, Spannung halten. Die Füße sind auch für die Beine schwer. Ja. Yeah. Und ab. Locker lassen. Runde 6 ist der Russian Twist. Was auch sonst. Brustkorb auf. Direkt durchziehen. Ich weiß, es ist anstrengend. Aber dafür haben wir eine halbe Stunde effektives Training. Ja, wir haben einige an Kalorien verbrannt. Gerade bei unserem schönen Tabata-Workout. Komm. 5, 3, 2, 1, Break. Sehr gut. Ja, 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 ja. Gott. Runde 6 kommt jetzt. Wir kriegen noch eine Runde geschenkt. Mensch. Dann geht's noch mal hoch. Wir halten noch mal. Komm, wir haben es wirklich geschafft. Wir sind im letzten Drittel unseres Trainings. Komm, Brustkorb aufschieben, ganz wichtig, nicht durchhängen. 5, 3, 2, 1. Locker. Sehr, sehr gut. So langsam geht es Richtung Endspurt. Wir haben von jedem noch eine. Das heißt, wir gehen noch mal an den Russian Twist. Es geht wieder los. Komm. Brustkorb aufschieben. Denkt dran. Nicht durchhängen. Wenn ihr merkt, es wird zu schwer, richtet euch ein bisschen mehr auf. Streckt die Beine mehr nach vorne. Komm. Durchhalten. 3, 2, 1. Break. Ein letzter. Wir wollen noch einmal halten. Wir haben es bald geschafft. Komm. Und hoch geht's. Ja, yeah. Unsere letzte Runde. 20 Sekunden. Bauch anspannen, komm, oben bleiben. Nicht mal 10 Sekunden. Komm, komm, komm. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Und locker lassen. Sehr, sehr gut. Ja, also wirklich mal kurz so ein bisschen die Beine mobilisieren. Das Ganze wird dann natürlich schon gut anstrengend für unsere Hüftbeuger. Gerade das ständige Halten, ja, aber auch im Russian Twist nicht ohne. Wir haben noch eine schöne Übung vor uns. Dafür geht es jetzt noch einmal runter in Richtung Unterarmstütz. Das bedeutet, wir arbeiten jetzt in einem sogenannten, ja, in einer Plank Rotation oder Seitstützrotation. Und wir machen das mal ganz klassisch. Ja, wir wollen im Unterarmstütz bleiben, 20 Sekunden und wollen auch diese 20 Sekunden immer wieder im Wechsel aufrotieren, gehen zur Seite, kommen zurück und wechseln die Seite. Ja, nicht überkippen, Rumpfspannung halten, zurück und aufrotieren. 20 Sekunden, ruhig und kontrolliert und wir werden mal in den 10-sekündigen Pausen nichts machen, sondern wirklich uns mal diese Pause, diese 10 Sekunden gönnen, um so ein bisschen runterzukommen, tief durchzuatmen, damit wir unseren letzten Tabata-Satz, also nochmal 4 Minuten, straight durchziehen können mit perfekter Technik. Denn das ist das, was wir bevorzugen. Die Technik ist wesentlich anspruchsvoller als Schnelligkeit. Von daher machen wir uns nochmal bereit. Wir gehen runter. 3, 2, 1 und go. Jeder für sich aufrotieren. Ruhig und kontrolliert, ja? Entweder Ellenbogen, die bei mir anbeugen
oder wie bei Ines, die Arme komplett ausstrecken. Die letzten. Yeah, komm. Und locker lassen. Sehr schön. Bereit machen, Runde 2 von 8. Wir gehen nochmal runter und das Ganze von vorne. Ja, wir haben es bald geschafft. Ihr merkt, wir sind in der 5. Übung. Aufrotieren, jeder für sich. Egal, ob ihr die Übung mit mehreren macht oder alleine, orientiert euch nach eurem Tempo. Absetzen, aufrollen, jawohl. So, 6 Runden noch. Hört sich viel an, geht aber schnell. Wir gehen nochmal vor. Okay, auf geht's. Jawohl. Komm, nicht mal 10 Sekunden. Durchhalten. 3, 2, 1 und locker lassen. Sehr gut. Wir haben die Hälfte, ja? 4 Runden noch. Komm, auf geht's. Runter. Aufrotieren. Jeder wieder für sich. Jawohl. Komm, komm, komm. Körperspannung halten. Ganz wichtig, bleibt dabei, der Rumpf ist stark. Ja, wir hängen nicht durch. Rotieren schön weit auf. Locker lassen. Gut. 3 Runden. Ja, ihr merkt, so langsam geht es Richtung Ende. Vor. Komm. Jeder wieder für sich. 10 Sekunden. Komm, noch 5. Gleich haben wir es. Ja. Locker. Gut. Noch 2. Bereit machen. Pausen sind leider zu schnell durch. Das heißt, vorletzte Runde. Nicht zu schnell. Wir arbeiten schön kontrolliert. 10 Sekunden. Komm, 3, 2, 1. Und jetzt heißt es nochmal Vollgas geben. Denn wir kommen zur 8. von 8. Runde. Und dann haben wir es geschafft. Ein letztes Mal. Komm. Wir gehen vor. Jeder für sich nochmal straight durchziehen. Wir haben nur 20 Sekunden. Und die wollen wir so effektiv wie möglich nutzen. Komm, 5 Sekunden. 3, 2, 1. Yes. Sehr gut. Mal kurz sitzen bleiben. Einfach mal auch ein bisschen aufkreisen. Ruhig mal ganz nach hinten sitzen. Sehr, sehr schön. So, wir richten uns auf, gehen auf die Knie. Steigen bitte mit einem Knie nach oben auf. Das heißt, wir drücken uns mal bewusst nach oben. Lockern uns bewusst aus. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass wir genau Oberschenkel und Unterschenkel ganz kurz aufdehnen. Das heißt, wir stellen die Füße hüftbreit auf, bleiben gerade und aufrecht, ziehen den Kopf auf, bleiben lang, beginnen mal langsam mit dem Kinn Richtung Brustkorb zu gehen, rollen uns dabei wirklich Wirbel für Wirbel nach unten ein, immer Stück für Stück nach unten gehen, mal schön durchhängen, Knie bleiben bitte noch gestreckt, einfach ganz locker hängen lassen. Sehr, sehr gut. Jawohl. Und jetzt ganz wichtig, Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen. Wir gehen über die Lendenwirbel, langsam über die Brustwirbel, richten uns auf, immer weiter. Halswirbel gehen nach oben, oben bleiben und bitte die Arme mal nach außen. Sehr, sehr gut. Wir sind noch einmal in einem etwas breiteren Stand. Gerade bleiben. Sehr schön. Einfach mal halten. Ganz bewusst in die Brust einatmen. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt wandert der linke Arm von oben auf den Rücken. Der rechte Arm geht mal entgegengesetzt. Und wir schauen mal, wie weit wir mit unseren Händen
zueinander kommen. Versuchen mal, die Hände zusammenzuschließen, einfach ein paar Sekunden zu halten. Nur 5, 4, 3, 2, 1. Langsam öffnen. Mal die Seite wechseln. Komplett durchrotieren. Das Ganze bitte noch einmal auf der entgegengesetzten Seite. Und es kann gerne sein, dass ihr zwischen links und rechts kleine Unterschiede spürt, was aber völlig normal ist. Wir bleiben schön gerade, Brust ist gerade und aufrecht. Sehr, sehr gut. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Locker lösen. Und da geht es jetzt nur noch ein einziges Mal in den etwas breiteren Stand. Wir lassen die Knie ganz leicht gebeugt. Ziehen die Arme nochmal weit nach oben und lassen uns mal richtig schön locker nach unten fallen. Und nochmal aufrichten, strecken, lang machen und lösen. Noch zweimal weit auf, fallen lassen. Und ein letztes Mal und mit diesem letzten Mal haben wir es für heute geschafft. Von daher Applaus von uns an euch. Sehr, sehr gut mitgemacht. Ich hoffe, ihr seid mindestens genauso schön durch wie wir. Schön geschwitzt, wir haben eine tolle Leistung gebracht und wir wünschen euch noch alles Gute. Bis dann.